So. Ja, ich nehme einfach mal die. Finde ich jetzt relativ schön. Und hier machen wir ohne Speicherung abbrechen, weil ja, meistens ist Mountain Blade Warband relativ unfair. Also ja, da ich sowieso nur am Anfang eigentlich auf KI schlecht spiele, ist es dann relativ schwer. Dann lasst mich ohne Speichern abbrechen. Gebt nun euren Namen ein und verteilt eure Punkte für Attribute, Fertigkeiten und Waffen. Ihr könnt verschiedene Elemente auf dem Bildschirm anklicken, um zu sehen, wie sie euren Charakter beeinflussen. So, diese Stats sind eigentlich relativ rollenspielgleich. Also, es gibt nicht viele, also vor allem von den Eigenschaften sind sie schon sehr bekannt. Dann werde ich sie mal nicht durchlesen. Die Fähigkeiten sind eigentlich auch klar. Je höher die Fähigkeiten, desto mehr Schaden und desto besser treffen wir. Und die Fertigkeiten sind, ja, die könnte ich durchlesen. Die mache ich jetzt mal. Also bei den Eigenschaften tun wir die ersten Punkte Intelligenz. Das ist, weil Intelligenz unsere Fertigkeiten punkten steigert. Ich glaube, ja, nur Fertigkeiten punkte. Wir werden später auf Charisma wechseln, aber am Anfang bringt es noch nichts, weil die Einheiten einfach, wenn sie zu viel sind, zu teuer werden. Darum ist Intelligenz besser, dann können wir mit Intelligenz ja, relativ gut die Anführerschaft senken und das reduziert die Sollte um 5% auf Stufe 1 oder auf Stufe 2. Ja. Also werden wir auf die Intelligenz machen. Jetzt kommen wir zu den Fertigkeiten. Eisenschwert erhöht unsere Lebenspunkte, also Trefferpunkte. Schlagkraft unser Schaden, Nahkampf, Wurfkraft mit Wurfwaffen, also Speeren und Steine und ja, alles mögliche Wurfwaffen. Bogenzugkraft erhöht unsere Armbrust und Bogen Taktik und die Genauigkeit, wie Genauigkeit auch bei Wurfkraft. Ah nein, nicht mal. Aber hier ist die Genauigkeit. Ja, es ist wahrscheinlich eher passiv, also nicht geschrieben. Waffenmeister erhöht unsere Begrenzungen. Da können wir zum Beispiel jetzt erst nur bis 80 und dann können wir bis 100 und 120, wenn wir die hochstufen. So, Schild klärt auch alles. Erhöht unsere Schildgeschwindigkeit, Schildstärke und Schild, also Schildfläche. So, Athletik erhöht unsere Aufgeschwindigkeit, Reiten unsere Pferdegeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. Berittenes Bogenschützen ist klar. Plündern erhöht unser Plündergut. Ausbilder macht, dass wir unsere Einheiten leveln, auch außerhalb des Kampfes. Spurensuche erhöht ja, die Sichtbarkeit der Fußspuren auf der Map. Taktiken erhöht unser Kampfbeginnsvorteil. Das heißt, wenn wir einen Höhenvorteil haben, sind, glaube ich, unsere Einheiten besser im Kampf. Also sie haben weniger Angst und so. Das, ja, gehen weniger schnell drauf. Wegführung erhöht unsere Kartengeschwindigkeit. Aufklärung erhöht unsere Sichtweite auf der Minimap. Auf der Map. Inventarverwaltung erhöht unsere Slots im Inventar. Wundbehandlung erhöht unsere Geschwindigkeit, also von allen Truppen die Heilungsgeschwindigkeit. Chirurgie erhöht die Chance, dass die eigenen Einheiten nicht sterben, sondern nur bewusstlos werden. Erste Hilfe erhöht die Regeneration der Einheiten. Konstruktor erhöht die Geschwindigkeit beim Bauen und ja, von Belagerungsmaschinen und Häuser. Überzeugungskraft, ja.
macht, dass wir halt überzeugender sind, dass wir mehr sagen können, was die anderen wollen, was tun müssen und so. Gefangenenhandhabung erhöht die Slots im Gefängnis, also im, ja, die wir halt gefangen haben, also nicht im Gefängnis, sondern die wir momentan mitschleppen einfach. Anführerschaft ist auch sehr wichtig, das erhöht die Maximalanzahl der Soldaten und das Truppenmoral wird erhöht und reduziert die Sold um 5%. Und Handel reduziert die Handelsabzüge um 5%, also auf Stufe 1 wahrscheinlich. So, jetzt haben wir da auch rechts oben, also und den Beschreibungen, Sachen wie zum Beispiel persönliche Fertigkeiten, Truppfähigkeiten, Anführerfertigkeiten, ja, diese drei Sachen. Und das Wichtigste ist sind die Anführerfähigkeiten, weil die können keine von den Gefolgen erlernen. Das Zweitwichtigste ist eigentlich die persönliche Fähigkeit und die Drittwichtigste ist die Truppfähigkeit. Also wir haben natürlich die Anführerfähigkeiten, dazu nehmen wir Anführerschaft. Gefangenenhandhabung machen wir mal auf 2. Überzeugungskraft ist persönlich, Trupp. Anführerfähigkeiten in der Tatverwaltung sehr wichtig. Trupp. Persönlich ausbilden. Persönliche Fertigkeit. Eins ist noch wichtig, ist Spoken-Zugkraft, das könnt ihr auf 1 lassen. Dann ist noch sehr wichtig, Wegfindung, dass ihr schnell auf der Map seid. So, und noch wichtig ist Chirurgie. So, das ist jetzt ungefähr so, was für mich ziemlich optimal ist von der Skillung. Und hier, gut. Einhandwaffen würde ich jetzt nicht machen. Einhandwaffen hat keine Zielgenauigkeit. Also natürlich, wenn man ein Schild schlägt, aber das ist dann eher Intelligenz im Kopf des Spielers. Dann mache ich auf Bogenschießen. Das ist relativ schwach bei dieser Skillung. Dann nehme ich das. Und hier der Name. So, fertig. Gut, und hier können wir sehen. Ich mache immer das halt eigentlich aus, weil die Runzen sind relativ grässlich. Und sonst nehme ich immer dieses Gesicht. Das ist zwar ein bisschen behaart, also vom Bartwuchs, aber ja. Ich nehme es am liebsten, weil es relativ dunkle Haare hat. Dann nehme ich hier noch ein bisschen weiter. So. Und hier ändere ich eigentlich nichts. Ich bin nicht so einer, der unbedingt eine lange Nase braucht oder ein kleiner Mund oder irgendwas. Dann lasse ich das Mitte. Und ja, das wäre es eigentlich schon mit der Charaktergestaltung. So, ich hoffe, es war nicht zu lange, diese Charakterstellung zu suchen. Ja, ist halt so in einem solchen Spiel und ja. Es ist wichtig, dass man halt einfach einen Charakter seines eigenen Wunsches macht und ja, dann bin ich jetzt eigentlich zufrieden und mach mal fertig. So, ihr hört von Calradia, einem Land zerrissen von Machtkampf zwischen rivalisierenden Königreichen. Ein Paradies für Ritter und Söldner, Schurken und Abenteuer, alle auf der Suche nach Reichtum, Macht oder Ruhm. Ihr glaubt in diesem Land große Gefahren und noch größere Gelegenheit, eure Vergangenheit hinter euch lassen und ein neues Leben beginnen zu können. In diesem Moment auf einer Anhöhe über einem feiernden Übungsplatz habt ihr endlich das Gefühl, den Schlüssel zu eurem Schicksal in euren Händen zu halten, freie Entscheidungen treffen zu können und das großartige Abenteuer auf euch warten. Ganz gleich, welchen Weg ihr einschlagt, inspiriert von den Geschichten, die ihr über Calradia gehört habt. So, schließt ihr euch eine Kaverne nach Braven im Swadischen Königreich an. Schließt ihr euch eine Karawane nach Rejadin im
Wege Königreich an. Schließt ihr euch einer Karawane nach Tulga im Kagan Kergit Karat an. Besteigt ihr ein Schiff nach Sargod im Nordkönigreich. Besteigt ihr ein Schiff nach Jalkella im Rodok Königreich. Schließt ihr euch einer Karawane nach Scharitz im Saranischen Sultanat an. Sarandischen Sultanat. So. Also, Swadien sind eher die Ritter zu Pferde und auch zu Land, also zu Fuß, haben auch relativ gute Bogenschützen und ja, Speerkämpfer eher nicht, so Keulenkämpfer und so. Wege Königreich sind eher die Bogenschützen und die schnellen Einheiten. Kegit Kanat haben eher Reiter, egal ob mit Schwert, mit Speer oder mit Bogen. Im Nordkönigreich haben eher so richtige Axtkämpfer, richtig starke Krieger, dafür weniger gute Fernkampfleute. Rodok haben eher Anti-Pferderassen, also Klassen und so. Und Scharantisches Sultanat hatten eigentlich alles so relativ gut. Sie hatten sehr gute Reiter und Bogenschützen. Und ja, ich mag sie sehr. Also, ich mag eigentlich die und die Wege am liebsten. Nord natürlich, ja, ziemlich auch. Kegit Kanat sind mir jetzt nicht so gerne, aber ich nehme gerne die Einheiten von denen natürlich. Und Swadisches Königreich ist für mich einfach der beste Staat. Man muss sich jetzt nicht einem Königreich anschließen. Also man ist nicht gebunden an ein Königreich. Dann nehme ich immer am Anfang Swadisches Reich und wechsle dann je nach Lust und Laune. So, also wir nehmen Swadisches Königreich und los. Ah, jetzt kommt noch. Ich kam mit einer Karawane durch das Herzland Kaladias. Grüne Keime von Weizen, Gerste und Hafer beginnen durch die dunklen Erde der Hügellandschaft zu sprießen. Und auf den niederen Hängen der schneebedeckten Berge könnt ihr Herden von Kühen und Schafen ausmachen, die sich am frischen Frühlingsgras labten. Gelegentlich bekamt ihr auch eines der großen Kriegspferde zu Gesicht, die der Stolz des swadischen Adels sind. Das Land hier ist reich, doch auch die Unruhe, wovon der ein oder andere ausgebrannte Bauernhof zeugt. Ihr haltet großen Abstand zu den Wäldern, in denen verzweifelte Männer Zuflucht gesucht haben. Als ihr einen Hügel erklimmt und den großen Hafen von Braven sieht, dessen Dächer von der letzten Sommerstrahlen in güldenen Glanz getaucht werden, macht sich Erleichterung in euch bereit. Als ihr die Schenke in Braven findet, seid ihr bereits sehr erschöpft und schlaft schnell ein. Voller Tatendrang erwacht ihr aber schon vor Anbruch der Dämmerung und erforscht eure Umgebung. Ihr zieht durch die Straßen, die verlassen erscheinen. Plötzlich hört ihr ein Geräusch, das euch das Blut in den Atem gewirbeln lässt. Das Schaben einer Klinge, die aus ihrer Scheide gezogen wird. So, ja. Wir sind eben in Braven angekommen und haben jetzt den ersten Kampf vor einem. Und das Wichtigste ist einfach, dass ihr jetzt, wenn ihr ja, beginnt kämpfen, euer Schwert und euer Schild rausnehmt. Das könnt ihr mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 machen. Also so ist es bei mir angestellt. Das ist am wichtigsten. 3 und 4 ist dann das Schwert. Also 3 ist das Schwert und 4 ist das Schild. Und blockt so viel wie möglich. Aber schaut, dass euer Schild nicht kaputt geht. Das geht nämlich kaputt, relativ schnell. Vor allem am Anfang, wenn man nicht so ein gutes Schild hat. Und greift dann an, wenn ihr geblockt habt. Also je nachdem, schaut auf die Gegner und schaut, dass sie nicht sofort wieder angreifen, sonst habt ihr dann das Pech leider, dass ihr wieder getroffen, also dass ihr getroffen werdet. Und ja, aber das könnt ihr jetzt sehen, wie ich das mache. Und ja, also. So, jetzt seht ihr auch die Grafik. Und ja, ist noch relativ gut für ein so altes Spiel.
ist, glaube ich, 4, 5 Jahre alt. Ja, der kommt auch schon mal mit.